Ja, klar, für Renault schon, aber ich meine, da haben sich ja jetzt auch gerade schon gute rausgekickt und wir sind ja auch gut reingestartet so. Weiß noch nicht, ob ich das mit meiner Taktik schaffen kann mit zwei Boxenstopps. Boxenstopp. Ich gehe jetzt rein schon. Ich hätte eigentlich 9 oder 10 gehen sollen, aber ich gehe jetzt Unflügelschaden reparieren auf jeden Fall. Weil ich fahre gerade nicht gut, so wie ich jetzt gerade drauf bin. Wie Deswegen fährst du? nicht gut. Nicht Ja, gut. wegen dem Frontflügel. Ach so. Deswegen, ich muss den jetzt wechseln lassen. Ich habe auf Ja hier gestellt und gehe jetzt in die Box. Auch wenn ich eigentlich hätte später gehen sollen. Zwei Runden oder eine. Bin mal gespannt, ob ich dich jetzt wieder Da steht überhole. wieder einer auf der Strecke. Ja, safe, weil ich muss ja auf Frontflügel wechseln. Ja, stimmt ja. Ja. Losfahren. 9,5. Es ist doch wieder ein Mercedes, der da auf der Strecke. Oder ist. Nee, das ist immer noch derselbe, kann das Nee, sein? ist nicht derselbe. Ich schätze, das ist ein. Was sind denn das? Stroll? Was haben die für ein Auto? Ach stimmt, das kann auch sein. Was haben die da? Sirotkin Stroll. Stroll müsste das sein, der da ist. Oh nein, verbremst. Was haben die denn für ein Scheiße. Auto? Was ist das denn überhaupt? Oh Gott, das wollte ich nicht. Da kann ich nichts für, Leute, für die Kollision. Gelbe Flagge, was ist hier? Ich stand quer auf der Fahrbahn und einer ist in mich reingefahren. Bei mir ist nichts kaputt gegangen, aber ich glaube, Leclercs Auto ist kaputt. Was passiert mal? Ich konnte nichts dafür, ich habe mich ver Sag also mal, ich konnte schon weißt du, was was die dafür, für ich ein habe mich Auto haben? verbremst, aber Weißt du, ich was die für stand ein halt. Auto haben, die Sirotkin und Stroll und so? Was ist das? Wie waren das nochmal? Keine Ahnung, ich Boah, weiß wie es ich auch einmal nicht. zurückstecken muss. Alter, von Wie viel da bist du Dorne. jetzt gerade? 10. Eigentlich gleich 9., aber von Dorne blockiert mich so krass. So, jetzt bin ich Platz 9. Wie viel Das da Ding bist du? ist, die gehen ja bald alle in die Box 15. Ah, okay. Die gehen ja bald alle in die Box. Wenn nicht diese, dann nächste Runde. Boah, ich habe so viel Zeit verloren dadurch, dass ich mich gerade so quasi halb Ja, ich gedreht habe habe. halt sau viel Zeit durch den Frontflügel verloren. Das ist ein bisschen so mein Problem Ja, aber ich gewesen. muss noch einmal an die Box, du nicht? Ja, klar, voraussichtlich, ne? Es war ja Ja, deine gut. Strategie, ne? Gut, das ist halt Ja, so. meine Strategie, weil ich eh davon ausgegangen bin, aber bei mir ist er jetzt noch nicht kaputt gegangen. Glücklicherweise, Der muss man Abstand zum sagen. Teamkollegen liegt bei 6,6 Sekunden. Oh, ich bin jetzt Platz 6. Ja, ich Platz Auf 11. deinem Zielplatz. Ja, hoffentlich komme ich da noch gut hin. Ah, locker. Naja, locker ist gut gesagt, ne? Es sind halt so Scheißstrecken, da kann ich nicht gut überholen, aber ich muss trotzdem, weil die halten mich Ja, sonst das ist richtig echt auf. schwer Also eigentlich würde ich manchen nicht Stellen. Ist überholen, so wenn ich eng. jetzt, wenn ich es realistisch machen will, würde ich sagen, okay, ich überhole einfach später auf der Geraden oder irgendwo anders. Ja, bei Van Dorn muss ich gerade auch richtig lang warten, weil Aber ich echt Angst habe, dass er mich in die Bande drückt. das Ding ist halt, dass ich keine Zeit habe, da lang zu warten und mich einfach auch in den Kurven vorschlängeln will. Was ja geht, aber halt nicht so schön. Guck mal hier, so ein Eriksen oder so vor mir. Dass ich jetzt da warte und den erst nach diesen Kurven überhole, wenn ich dann schon auf der Startziel bin, das ist mir zu doof. Da ziehe ich hier einfach rein und fertig. Da zieht da rein. Ich bin jetzt übrigens hinter Van Dorner. Der Breikön Oh, lol. bei der Box überholt. Jo, der ist immer noch da. Im Platz 5. Ich weiß nicht, könnte theoretisch sein, dass alle vor mir noch nicht an der Box waren. Meine Gasly ist vor mir. Ja, das könnte Der Wagen sein. hinter dir ist Ja, wieder aber auf was der fahren die Strecke dann und fährt wieder? jetzt mit weichen Ja, Reifen. gut, vielleicht weil Weiche die Reifen halt auf dem von Wagen einem hinter anderen dir. gestartet Na, sind. ja, erstens das und zweitens, also das kann richtig gut sein. Außerdem ist es ja jetzt gerade 11. Runde, also vielleicht gehen sie am Ende dieser Runde rein. Kann ja auch sein und Kann wechseln dann sein. auf Gelb. Oder sie sind irgendwie auf was anderem gestartet, auf Gelb Ja, oder Gelb so. oder Rot oder so, kann auch sein. Dass sie dann da länger fahren. Sind auf jeden Fall gerade alle so richtig schön vor mir, sodass ich die bald überholen muss.
Ich muss in Runde 17 bis 23 wieder rein, okay. So, ich bin jetzt direkt hinter dir. Was heißt direkt, aber vom Platz her gesehen. Ansonsten ist mega viel Abstand. Oh ja, ja. Also Van Dorn hat da richtig Bock gehabt, Abstand zu holen. Abstand zu lassen, meine ich. 9 Sekunden, krass. Auf Platz 6, wie gesagt, mein Zielplatz, das wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Oh nein, jetzt habe ich einen gelben Frontflügel. Das ist nicht gut, den merkt man auf der Strecke, zumindest habe ich ihn gemerkt. Da konnte ich auch nicht warten, bis ich Gasly überhole, das war richtig dumm von mir. Come on. Ach, das war so dumm. Egal. Ja, schon in. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, ich verbremse mich wieder. Alonso, Ocon und Grosjean. Ja. 1, 2 was? Und 3. 1, 2 und 3. Ja, Loll, die halten richtig gut krass dabei. Auf, ey. Dann sind wir ja richtig gut dabei, aber ne? Ja, ich bin gleich. Wenn ich diese Chaoten überholt habe, bin ich auf Platz 1. Das ist ja krass. Aber dann muss ich auch schon bald wieder an die Box. So, jetzt bin ich auf Platz 3. Einen von denen schon mal überholt. Oh, ich wurde gelobt von der Box für das Überholmanöver. Das ist krass. Wurde ich schon ein paar Mal. Nein, mein Rennen ist aus. Nein. Ganz. Zum Glück nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Pass mal ein bisschen auf. Hier ist irgendwas. Da bist du. Ja, hi. Oh. Ist es jetzt aus? 5 Sekunden Stop-and-Go Strafe. Ja, wen willst du verarschen? Weil du keinen Ghost Mode hast, ne? Ja. Du bist einfach rausgefahren, oder? Ja. Alter. Sauber. Hauptsache Gasly ist jetzt wieder vor uns. Das ist richtig realistisch. Fuck, fuck. Oder fuck, die sind fuck an der Box. Gasly ist Platz 1. Ich wollte da waren doch nur an der Box. Du bist auch an der Box, lol. Ja, ja, ich bin an der Box. Gehst du dann nochmal oder hast du jetzt auf gelb gewechselt oder so? Ich hab's nicht automatisch gewechselt, aber ja doch, ich bekomme gerade gelb. Okay, ja, dann kannst du ja mit wenigstens durchfahren. Also ja, ich finde gelb geht eigentlich auf der Strecke, voll klar. Also ich komme recht gut mit dem zurecht. Gerade nicht so die Probleme. Bin Platz 17. Krass. Ey Leute, jetzt nochmal bitte alle die Daumen drücken. Ja, du musst auf jeden Fall noch aufholen, weil es ist ja auch nicht sicher, dass sie an die Box gehen. Ne? Vielleicht haben die auch die einen Box. Ja, ja. Also zumindest also einige davon. Mein Podiumsplatz kann ich vergessen. Also naja, ich will einfach Punkte, irgendwelche Punkte. Ich bin gespannt, was ich 6 erreichen kann. Ja. Ja, nee, keine Ahnung. Ja, wäre gar nicht schlecht, aber. Nee, das wäre echt nicht schlecht. So, ich bin jetzt ziemlich nah hinter Gasly. Vielleicht geht er auch in die Box. Jo, macht er. Platz 1. Jetzt zumindest. Stand aktuell. Hoffentlich ja, du gehst nicht mal an die Box. Hoffentlich auch eine schnellste Runde. Jawohl. So war das abgesahnt, sehr gut. Wenn ich das jetzt gut zu Ende fahre, könnte es klappen. Aber das sind halt trotzdem noch 15 Runden. Ne? Also muss man auch erstmal jetzt gut zu Ende fahren. Das wäre krass, der erste Ding direkt ein Sieg. Also die Schwierigkeit, wie gesagt, habe ich ja am Anfang gesagt, könnte man hochstellen. Und dann habe ich gemerkt, okay, die überholen mich alle. Also eigentlich wäre ich jetzt wahrscheinlich, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre mit Hamilton und so, wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendwie 5., 6., sogar 7. vielleicht, weiß ich nicht. Aber es war ein bisschen glücklich auch. So viel kranker Scheiß passiert. War ein bisschen glücklich auch. Hamilton, der ja auch gar keine Punkte jetzt bekommt, was schon mal richtig, richtig nice ist. Ich bis jetzt auch nicht. Ja, aber bei auch dir ist so ja richtig, nicht, richtig nice ist ja bei dir nicht ausgeschlossen. Also bei Hamilton ist er ausgeschlossen, der ist heraus. Ja. Es
Das Ding ist halt schon, dass man merkt es jetzt gerade auch schon, ich verliere sogar schon wieder Abstand, also die holen schon wieder auf hinter mir. Wer ist denn hinter dir? Ricardo und Bottas. Also wieder die besseren. Raikön ist mit mir hier hinten. Lol, was? Das ist der, der in mich reingefahren ist, deswegen ich die Strafe bekommen habe. Ding ist, ich wollte halt gerade von der Ideallinie runter, weil ich stand halt auf der Ideallinie, konnte ich ja nichts dafür. Ich musste mich ja irgendwie bewegen. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann. Und was war deine Strategie, deine erste? Ich glaube, ab Runde 17 sollte ich an die Box gehen. Ja, welche Reifen meine ich? Rot. Rot, rot? Ja. Und dann? Ja, lila, rot, rot. Ach, lila, rot, rot. Okay, ja, ich glaube, Bottas hat die nämlich, weil der hat rote Reifen. Also Bottas wird höchstwahrscheinlich nochmal in die Box gehen. Und Ricardo hat dieselbe wie ich, der wird wahrscheinlich nicht mehr gehen. Nur mal so, dass du Bescheid weißt. Ich will einfach den Abstand halten. Wir haben gerade einen Abstand von 10 Sekunden zu beiden. 43 Sekunden habe ich zu dir. Ja moin. Und du musst, nee, du musst nicht mehr in die Box. Nee, muss ich nicht. Ja, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was aufholen. Also wenn zum Beispiel Bottas schon mal in die Box muss, der ein oder andere wird vielleicht auch an die Box gehen, ne? Also da kannst du was gut machen. Und ich will das einfach so schön fertig fahren. Ich fahre jetzt nochmal richtig Benzin raus, auch wenn ich schon im Minus bin. Ich komme ja sehr schnell aufs Plus. Immer. Merke ich ja immer wieder. Also ich, wenn ich auf Standard fahre, komme ich relativ gut ins Plus sogar wieder. Deswegen fahre ich jetzt nochmal ein, zwei Runden auf Fett. Dass ich wirklich auch leicht bin und leer bin. Ist alles so geplant. Oh, Alter. Lila Sektor habe ich hier gerade gemacht. Ja, das ist schon mal gut, weil dann holst du auf. Komm schon, mach mir Platz. Boah, nee, weil du jetzt gerade sagst, mach mir Platz. Ey, hoffentlich kommen keine Überrunder mehr. Also es sieht nicht so aus, aktueller Stand, aber... Ja, weil nicht mehr so viele dabei sind. Das Ding ist, ja, es sind nur drei raus. Das Ding ist aber trotzdem, wenn welche in die Box gehen, kann es schon mal passieren, ne? Welche Reifen haben die alle da bei dir in der Gegend? Gelb. Okay. Oh nein, orangener Frontflügel. Hartley, wieso bremst er so hart? Das hört sich nicht gut an, aber lila Sektor hört sich gut an bei mir. Geh nicht an die Box. Ja, wäre aber auch tatsächlich ja. RIP, ja. Also dann wäre es vorbei. Weil in knapp 15 Runden dann nochmal alle aufzuholen, obwohl du nochmal in der Box warst, das klappt nicht. Fuck, fuck, fuck. Schnellste Runde! So, wieder ein bisschen Energie aufladen. Sprit sparen, dann nochmal eine Runde in Fett oder so. Mal schauen. Eigentlich kann ich. Immer wenn man diese Bimbos überholen muss. Ich gewinne grad mit, wenn ich Fett fahre und so, dann gewinne ich auch ordentlich Abstand zu den anderen. So eine Sekunde pro Runde, das ist schon ganz okay. Was? Aber nur wenn ich auf Fett fahre, sonst nicht. Sonst verliere ich ihn wieder. Deswegen sage ich ja jetzt nochmal ein jetzt auf Fett oder so, dass ich dann nochmal wieder was aufhole. Gut mache, meine ich. Und dann noch leicht bin dazu. Das ist schon krass. Dann könnte es was werden. Ah, ich hoffe, ich komme irgendwie noch in die Punkte. Ich würde es dir auf jeden Fall gönnen. Ich drücke dir die Daumen. Komm, Jan! Hau rein! Lol, ich hätte mich fast gedreht. War nicht so geil. Gebe mein Bestes. Es ist auch...
fahr vorsichtiger jetzt mit dem orangen Frontflügel, was gar nicht schlecht ist. Dieses ERS bringt so unglaublich erstaunlich viel. Das ist echt krass. Also momentan... Dieser scheiß linke Randstein da, ey. Momentan bleibt der Abstand gleich. Also er ist weder weniger noch mehr. Außer, dass Bottas an die Box gegangen ist und Grosjean jetzt Platz 3 ist. Lol. Das ist interessant. Das habe ich gerade erst gedacht. Sieht irgendwie aus, als wäre noch... Boah, ich kann das so Box langsam nur rausbeschleunigen. Das ist richtig eklig. Komm schon. Ja. So, Platz 13. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Platz 13 hört sich nice an. Richtig geil. Aber Platz 1 hört sich irgendwie ein bisschen geiler an. Ja, kannst du tatsächlich noch schaffen. Nee, das glaube ich. Safety Car wäre jetzt geil. Ja, was soll das denn? Lass mir doch mal meinen Abstand. Ah, das schaffst du wieder, den Abstand. Oh Gott. Das war nicht so geil, aber egal. Oh, Van Dorne. Ah, es tut so weh. Ich bin jetzt direkt hinter Raikön. Platz. Ich bin Platz 12, erst Platz 11. Okay. That's interesting, man. Interessant ist das. Oh, er hat Ultrasoft, also er geht nochmal an die Box. Das ist noch cooler. Hey, was hat der denn gemacht? Ultrasoft? Weiß auch nicht, der ist irgendwie ein bisschen dumm. Also um den muss ich mir also keine Sorgen machen, also kann ich jetzt einfach schnell fahren. Weil der sowieso ein bisschen Abstand zu mir hat, echt noch. Aber ich glaube, da ist auch ein Red Bull auf Platz 10, kann das sein? Ja, ich glaube, da war gerade noch einer in der Box, Verstappen müsste das sein. Ich bin mir nicht sicher, es könnte auch natürlich irgendwie hier wieder Gasly oder so sein. Aber es könnte auch der Verstappen sein. Junge, was? Meine Kamera ist übrigens gerade ausgegangen. Ja, ja. Kann ich gerade nicht mehr anmachen. Und ich gehe auch nicht mehr an die Box. Scheiße. Wenn ich auf Options drücke, fährt er ja automatisch weiter, ne? Ja. Halt schlechter, aber... Aber bist der Erste. Easy. Ja. Komm, machen wir mal. Kamera neu starten, das ist doof. Synchro. Jetzt muss ich mir nur eine geeignete Stelle raussuchen, um wieder drauf zu drücken. So, jetzt ist krass. Perfekt. Hat super funktioniert, Leute. Direkt mal eine halbe Sekunde verloren. Aber hinter Ricardo, also hinter Platz 2, ist mega viel Abstand zu Platz 3. Also... Weiß, Platz 3 kriege ich easy. Platz 3 kann man noch schaffen, aus deiner Sicht, aber weiter nicht. Nee. Weiter nicht. Platz 3 also, schaffe ich nicht. Wenn, dann Platz 3. Und das Ding ist, wenn mich Ricardo theoretisch überholen würde, wenn ich einen Fehler mache oder irgendwas, dann schaffe ich es auch nicht mehr hinter Platz 3. Oh, ich bin erst Platz 11, Verstappen ist Platz 10. Also ich würde mal sagen, Podium ist für mich fast schon sicher, außer ich fliege natürlich jetzt raus, das kann passieren, aber wenn ich nicht gegen die Wand fahre, dann ist gleich Podium schon ziemlich sicher. Sagte er als Platz 1. Du hast doch wohl nicht etwa vor, noch den ersten Platz normal im Rennen zu verlieren. Ja, nee, aber wie gesagt, also Podium ist schon sicher. Wie ihr immer meine Sprüche kritisiert. Ja. Meine Vorstellungen. Ich bin jetzt fast an Raikön dran. Der war, glaube ich, an der Box, oder? Fahrer vor mir. Was?
Das sagt mir, ich hol pro Runde mehr als 5 Sekunden auf. Was ist das für ein Idiot? Das stimmt nie im Leben. Alter, bist du krass. Verrückt. Das bestimmt sagt ihr das, weil der gerade in der letzten Runde an der Box war. Ja, deswegen sagt er das. Safe. Das ist wieder so ein Bug. Also Ricardo holt wieder ein bisschen auf, weil ich nicht mehr auf Fett fahre. Aber das passt schon noch. Ist noch genug Abstand und wenn ich gleich wieder auf Fett stelle, weil ich krass bin, dann passt sowieso. 14,3 Sekunden habe ich zu Platz 10, zu den Punkten. 14? Ja. Was? Okay, dann schaffst du Platz 3 jedenfalls nicht mehr. Nee, habe ich ja gesagt, dass ich das nicht schaffe. Fahrer vor mir. Ja, 14,3. Was? Meine Reifen sind so krass. Ich bin Reifenmanagement-Profi einfach. War ich ja damals schon, aber ist ja richtig krass. Ich habe einfach auf. Ich glaube, es geht jetzt auch keiner mehr an die Box, das ist das Problem. Ich habe einfach auf einem 17%. Und Verstappen hat halt bessere Reifen als ich. Er hat halt rot jetzt. Ich habe auf einem Reifen 17%, Alter. Junge. Ich hab 24 schon. Und ich bin ja viel später gewechselt. Also ich hab. Was hast du eigentlich für ein krasses Reifenmanagement? Ja, sag ich ja, ich bin richtiger Profi, was das ja, angeht. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Frontflügel kaputt ist und ich deswegen mehr. Also ich meine, ich habe auf den anderen auch irgendwie 24 oder so, aber auf einem 17. Ach so, auf einem, ja. Ja, mein Bester habe ich ja gesagt, aber. Ach so, mein Bester hat auch 17. Ach so, ja, dann. Ja, ist schon krass, aber. Mein Höchster hat 24. Mit ganz bisschen Glück. Also ich weiß nicht. Naja, Ricardo wird aber vielleicht auch andere überholen. Vielleicht wird er dadurch auch aufgehalten. Nee, Verstappen müsste das. Ach, Verstappen meine ich ja. Vielleicht kannst du dadurch halt wenigstens in die Punkte noch kommen. Also auf Platz 9 oder sowas vielleicht. Ja, der ist halt direkt da an den Leuten dran. Vielleicht wird er gerade auch ein bisschen aufgehalten. Ja, sag ich ja. Er wird aufgehalten und er überholt ja auch noch welche, die du dann auch überholen könntest. Du musst ja nicht mal Verstappen überholen, weil du sagst, der hat ja bessere Reifen und so. Das muss ja gar nicht. Hauptsache, du überholst vielleicht andere, die Verstappen auch überholen. Ich gebe alles, aber ich kann auch nicht so voll Risiko gehen, weil ich meine, klar, doch eigentlich schon, wenn man es so sieht. Besser Punkte als gar keine Punkte. Aber ich habe halt einen orangenen Frontflügel, deswegen, also. Naja, genau genommen, also rausfliegen ist natürlich scheiße, aber genau genommen hast du ja so auch keine Punkte. Und wenn du rausfliegen würdest, auch keine Punkte. Also ein bisschen was riskieren musst du ja schon. Weil wenn du nichts riskierst, aber dafür nicht rausfliegst, dann bringst du dir im Endeffekt ja auch nichts, weil du auch keine Punkte hast. Das wäre ja fast genauso, wie wenn du rausfliegst. Ja, aber im Endeffekt hole ich ja so, wie ich gerade fahre, schon auch ein bisschen auf. Also das heißt, jetzt direkt ja, schon weiß, alles riskieren. Nee, ja, nicht alles, dumm. Aber halt schon ein bisschen was, ne? Also. Wow, das war nicht so geil. Schon ein bisschen Angst gehabt. Bei der Geschwindigkeit kann man leicht wegrutschen in die Wand. Oh Gott, ich verliere sogar. Von 14,1 habe ich 15. Ja, okay, mit Frontflügel merkt man mehr. Auf jeden Fall. Ich gewinne gerade ein bisschen. Das sind keine Punkte für mich im ersten Rennen. Nein, nicht aufgeben, komm. Ich komme gleich von hinten und halt alle auf. Nee, so schnell schaffe ich es nicht. Ich komme, glaube ich, an gar keine Überrunde. Also ich komme denen zwar näher auf der Karte, aber wir haben noch 5 Runden, also da komme ich, glaube ich, nicht ran. Was ja auch in Ordnung ist, ne? Ich will ja gar nicht rankommen an die Arschgeigen hier. Boah, ich fahre aber auch gerade scheiße. Also ich werde immer besser. Und auch leichter. Ich werde durch den Frontflügel immer schlechter. Ich habe ja keinen beschädigten Frontflügel. Die werde leichter, da kann ich noch ein bisschen besser hier rumkommen. Also ich meine, perfekt ist was anderes, aber nicht schlecht. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Also bei mir war es echt Glückssache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fahre nicht schlecht, aber wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich weiter hinten gewesen, wäre das mit Hamilton nicht passiert.
Also der Unfall hat mich einfach gerettet. Dadurch habe ich 3 Positionen aufgeholt, war dann Platz 2. Die anderen mussten an die Box. Du hast auch eine 2 Box gefahren, dann nochmal mit dem Unfall. Heißt, auch an dir bin ich dadurch dann vorbeigekommen. Also es war eigentlich mehr Glück als krasses Können jetzt. Natürlich nicht schlecht gefahren. Wenn ich scheiße bin, dann schaffe ich es nicht. Aber ja. Ey Leute, wenn ihr das seht, also ihr seht's ja, ich fahr so scheiße. Leute, aus beiden Perspektiven anschauen, wisst ihr Bescheid. Ich schau mir deine Folgen ja auch immer dann nachher nochmal an. Ich finde das nämlich ziemlich cool, das immer nochmal aus deiner Perspektive zu sehen. So krass, wie dieser orangene Frontflügel alles kaputt macht. Fuck! Ich hätte mir Zeit nehmen sollen bei dem Überholmanöver. Das ist so dumm gewesen. So richtig dumm. Das war wahrscheinlich der Fehler, ja. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Mach mal gleich, Kollege. Noch mal eine Runde. Fahrer vor Fett. Mir. Ja, vielleicht komme ich doch noch an die Überrunde ran. Ich höre auch gerade wieder auf zu denen, die vor mir sind, aber zu langsam. Habe ich nicht mehr in 4 Runden. Glaub an dich. Hat Ricardo immer noch nicht, Verstappen immer noch nicht überholt? Doch, doch, hat er. Schaffst du auch. Du bist Elfter, Zwölfter? Elfter. Ja, einen wenigstens, komm. 14 Sekunden weit weg. Ja, locker. Gar kein Ding. Jo, ich bin am ersten überrunden, jetzt, ich sehe ihn. Da muss irgendein Unfall passieren, irgendwas muss da passieren. Oder irgendeiner geht, weil er dumm ist, an die Box oder so. Ja, das wäre dann... Platz 10 hat auch gelbe Reifen, also da geht gar nichts mehr. Ja, vielleicht geht ja vorher noch einer an die Box. Ja, aber an die Box geht keiner mehr aus, das passiert ein Unfall. Also ich kann nur auf Unfall oder Safety Car irgendwie sowas hoffen. Sirotkin, guten Morgen. Na, alles fit? Hast du Bock auf Überrunden? Blaue Flagge und so. Schaffe ich nochmal eine schnellste? Ich weiß es nicht. Nee. War gar nicht schnell. Bin auch gar nicht schnell. Ich war ja eine Sekunde hinter meiner schnellsten und ich dachte, die ist fast die schnellste. Ja, er hat schon blaue Flagge und kann mich natürlich nicht vorbeilassen jetzt, also. Die Strafe, ich riech die Strafe für Sirotkin schon. Das ist aber eh so dumm gelöst, aber naja. Ja, aber ich gewinne sogar Abstand zu Ricardo. Ich weiß nicht, was der Typ macht, aber das ist natürlich gar nicht so übel. Wie gesagt, wenn ich jetzt keinen Fahrfehler mache und mich die Überrunde nicht irgendwie wegrammen, wenn ich überhaupt noch jemanden überrunde, dann sollte das krass sein und ich sollte direkt mit dem ersten Rennen 25 Punkte bekommen. Und ich 0. Scheiße. So richtig traurig, ich 0. Ja, hätte ja bei mir auch passieren können, also. Es war wirklich, wie ich schon gesagt habe, eigentlich mehr Glück. Ich sehe ja deinen Abstand. Du fährst gerade auf die Startziel drauf, die anderen fahren schon wieder runter, also. Ja. Schon krass. Gewinnst du denn noch Abstand oder so holst du auf oder nicht? Ungefähr gleich. Ja, dann kannst du skippen. Ich bin auch nicht früh genug da, um die aufzuhalten. Also, ich gewinne richtig Abstand zu Platz 12, aber
Platz 10 ist irgendwie, weiß ich nicht, die fahren gut. Also ich fahr scheiße. Wer ist ja, das klar, denn? Aber Gasly ist es. Oh, der Bob hat doch keine Punkte verdient. Aber der war auch zwischenzeitlich auf Platz 1, also ein krasser Typ. Ich verstehe nur nicht, was mit den anderen los ist, Alter. Magnussen ist aber immer noch auf Platz 3. Was ist das denn? Die anderen sind halt, Raikön ist ja, glaube ich, auch noch hinter mir. Hinter dir? Ja. Vettel ist ja raus, glaube ich, oder? Ja. Ja, also Vettel und Hamilton. Ferrari bekommen keine Punkte. Konstrukteursmeisterschaft sind wir dann auf Platz... Wobei, nee, wobei doch, ich glaube, wir könnten auf Platz 1 sein, ja, oder Red Bull. Ja, ich glaube, Red Bull vorbei. Ist vorhin, weil du hast ja gar... Ey, kommt drauf an, wo Verstappen jetzt ist, aber ich glaube schon. Ja, geht fit. Benzinmanagement bin ich zufrieden, wie ich das heute gemacht habe. Im heutigen Rennen. Ist recht gut gelaufen. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder eine Woche Pause oder noch länger, bis wir dann Bahrain fahren. Auch geil. Vorher trainiere ich noch. Oh, jetzt habe ich gerade in dieser Runde 1,5 Sekunden aufgeholt. Keine Zeit zum Trainieren. Ich muss echte Fahrschule machen. Boah, da habe ich ja richtig Bock drauf auf die Prüfung, Alter. Boah, letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Auf die echte Prüfung habe ich ja richtig Bock. Das wird Wahnsinn. Also ich bin schon in der letzten Runde. Direkt hinter Leclerc. Der geile Typ. Ach man, wieso wird jetzt Gasly gerade so langsam, dass ich ihn eigentlich demnächst irgendwann so in 5 Runden echt oder so jetzt bekommen würde? Jetzt gerade nur noch irgendwie 11 Sekunden oder so. Jetzt irgendwie 2 Sekunden bekomme ich gerade pro Runde. Komm, bau noch einen Unfall, du Idiot. Oh, da ist gelbe Flagge. Ja, ja, bitte. Ja! Ja, Ocon steht. Das ist, der ist gerade auf Platz 10. Ich kann es doch schaffen. Ja, komm! Ja, da ist er. Er ist richtig langsam. Ich bin Platz 10! Jawohl, ich sag doch, glaub er nicht. Gelbe Flagge. So, ich habe Leclerc die letzte Runde gestohlen nochmal. Weil ich jetzt vor ihm reinfahre. Karierte Flagge, Leute! Das gibt's nicht! Platz 1, jawohl! So kann's gerne weitergehen. So, jetzt nochmal schnell zu Jan Janodopoulos schauen, dem krassen Typen. Ich hab ne geile Null dran gehängt. Dann kann ich Deck noch ein Foto machen. An meinen Platz. Boah, ein Punkt, jawohl! Nein, aber ist echt gut. Ein bisschen Glück muss man auch haben und das hattest du jetzt dann hier. Zum Ende hin nochmal wenigstens. Jetzt musst du bloß aufpassen. Boah, wie geil, ich kann erstmal schön Fotos machen von dem neuen Renault. Nice, kannst du mir schicken. Nee. Ja, mach ich. Zumindest filme ich das ab und mache dann halt Screenshots aus der Aufnahme raus. Alter. Das ist noch krasser. Das ist heftig. Ja. Da schalängelt er sich um die letzten Kurven. Das mit dem orangen Frontflügel, was sehr, sehr langsam ist. Und das schon seit einer Ewigkeit. Ja. Ah, wenigstens hast du Punkte. Keine schlechte Fahrt, von beiden nicht. Ein bisschen Pech auf deiner Seite, ein bisschen Glück auf meiner. Ende. Punkt! Ach, Platz 10. Als Renault gar nicht schlecht. Als zweiter Fahrer von Renault, möchte ich mal anmerken. Ja, der erste ist halt krass gewesen. Da ist er. Boah, richtig ausgeflippt. Yes! Leute, wer hätte das gedacht? Das Qualifying war schon gut.
Dann hat das Rennen nicht gut angefangen. Aber Qualifying war bei uns eigentlich immer, also im Qualifying sind die irgendwie auch schlecht. Ja. Im Qualifying waren wir in der letzten Saison auch immer gut und dann war das Rennen doch noch schwieriger. Also das Rennen hat gar nicht gut angefangen, aber gut hat geendet. Hat sich auch nicht gut fortgesetzt, nee. Bei mir zumindest, ja. Erster Platz, Verstappen ist mit 8 Punkten ins Ziel gekommen. Das ist krass. Ja, ich glaube, ja, das müsste... Ja, die sind, ja. Konstrukteur, Red Bull... Ja. Nee, wir sind gleich... Gleich auf, lol. Haas! Als ob... Haas, was? Alter! Aber gut, Magnussen war halt Dritter und Grosjean war einfach Fünfter, alles klar. Das hätten wir mal so machen müssen. Ja. Nee, wir hätten Erster und Dritter. Ja, naja. Junge, krass. Aber wie gesagt, ist in Ordnung. Ausbaufähig. Wenigstens hast du einen Punkt. Vettel, Hamilton, alle keine Punkte. Ja, das ist auch nicht schlecht gewesen. Wo ist Bottas? Ah, Bottas ist Platz 4 geworden. Ja. Krass. Lol, als ob der Platz 4 ist, weil der musste ja nochmal in die Box dann gehen. Ne? Ja, kann man nicht irgendwo sehen, geschafft. Wie viele Boxenstopps. Er hatte 2 Stopps. Ich hatte 2 Stopps. Verstappen hatte auch 2 Stopps. Eigentlich. Oh, Raikön hatte 3 Stopps. Hamilton 0. Ja, aber die meisten Junge, waren halt wieder 1 Stopp. Dieser Crash war einfach so krass. Da hat einfach alles geraucht und Bottas fährt voll hinten rein, bounced richtig über die halbe Strecke einfach weg. Junge, war das krank, aber naja. Passiert. So, ja. Ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ganz genau. Sehen uns dann in Bahrain nächste Woche. Wir werden auch wahrscheinlich eine Woche Pause dazwischen haben. Ich bin gespannt. Lasst mir einen Druck da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.